Bist du bereit? Bist du bereit? Bist du bereit? Bist du dir sicher, dass du bereit bist? Ich bin absolut bereit. Bist du absolut sicher, ganz bereit, dass du bereit bist? Ich bin so bereit, sicher, dass ich absolut bereit bin. Das heißt, du bist bereit, vor all die Leute zu treten, die so lange auf weitere Folgen gewartet haben, die nicht erschienen sind. Nee, jetzt wo du sagst, nicht mehr. Sie werden uns mit Fackeln und Heugabeln verjagen, aus der Stadt jagen und auf den Scheiterhaufen tragen. WTF, wo bist du? Hinter dir? Ich bin einfach nachgelaufen. Und mit diesen lieblichen Worten, hallo und herzlich willkommen zurück zum Marsch, es spielt Minecraft. Mit Anne. Yay. Immer noch. Oh, Musik erstmal. Gut. Schau mal, das ist eine neue Blume. Warte, ich muss erstmal mit der Musik klarkommen. Welche Musik? Die Musik! Aha. Rose the Rose ist mutiert zu Poppy. Jetzt ist es, Es sieht aus wie eine Mondblume. Wir brauchen einen Namen für das neue Puppy. Rose the Rose gibt es nicht mehr. Existiert aber, nicht mehr. Wurde eliminiert. Das ist die Weiterentwicklung. Rose the Rose entwickelt sich weiter zu Paul the Puppy. Warum Paul? Weil es mit P anfängt. Oh Gott. Warum du. Ach egal, du stinkst. Entschuldigung, du gibst mir nun mal kein Essen, deswegen habe ich Mundgeruch. Da habe ich Essen, ganz viel Essen. So, wir haben ein Problem. Wie du siehst, müssen wir fliehen. Unser Wasser hier friert ein, weil wir jetzt in einem schönen Berggebiet-Biom sind, wo wir vorher auch schon waren. Nur jetzt, dank dem tollen 1.7-Update, friert hier alles ein. Wo werden die Bäume da gepflanzt? Ich kann mich daran gar nicht mehr erinnern. Du liebe Güte, das war so lange her. Okay, gut. Wahrscheinlich, weil ich Holz brauche. Ja. Ach, unsere Stairway to Heaven die. Ja. Okay, gut. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir brechen sofort die Zelte ab und fliehen in das neue Gebiet, was viel schöner ist. Oder wir machen hier noch irgendwas Produktives und fliehen danach. Ich würde sagen, wir holzen das da vorne ab. Du holst das alles ab, okay, gut. Ich will noch das Dach da fertig machen. Ich hab's in 16 Folgen nicht geschafft, das verdammte Dach fertig zu machen. Ich hol jetzt Leben. So. Ich muss aufhören, sinnlos im Geist zu laufen. Wir haben keinen Leben mehr. Wir haben keinen Leben mehr. Na, du hast just earned the achievement getting wood. Das wird mir so auf die Nerven gehen auf Dauer. Oh, ja. Gerade am Anfang. Du siehst es ja auch im Chat, oder? Natürlich siehst du es. Ja, das ist so. Ah, da habe ich noch Bricks. Das ist schön, das ist schön. Und natürlich ist es mir aufgefallen. Ja, die Anne schaut nie auf den lieben Chat. So, ich hole jetzt Lehm. In dem Fluss da vorne muss noch ein bisschen Lehm sein. Meine Mission ist das Dach fertig bauen. Und die Treppe mache ich auch noch fertig, weil das könnte interessant sein. Wir können dann hier die ganzen Kühe schlachten, die da unten sind. Und dann können wir die ganzen Kühe schlachten und dann können wir verschwinden. Ich bin für da lang. Das ist Osten. Ich bin für Osten. Ja, das oder ist wollen wir in ein neues Biom? Oh, in so eine Savanne. Cool. Ja, das müssen wir erstmal finden. Da müssen wir mal ein Stück laufen, damit wir in das neu generierte Gebiet kommen. So. Ich würde sagen, wir laufen einfach in eine Richtung mit. Dann nehmen wir ein ich bin paar, für ich bin für da lang. Ich bin für Nordosten. Gut. Nordosten klingt gut. Das ja, weil ich dich gerade auch so supi sehe. Nimm es jetzt einfach mal hin. Ja, ja, ist eine gute Idee. Ist eine super Idee. Ja, ich bin auch definitiv für diese Richtung. Ich weiß, ja. Natürlich bist du das. So, ist das ihr Leben? Das ist. Nein, das ist warum zur Hölle sind die Betten verbuggt? Ja, das weiß ich nicht. 1.7 hat ein paar schöne Texturfehler. Die Türen, wenn man eine Doppeltür macht, ist die manchmal auch verkehrt, die Textur. Also so gespiegelt. Okay. Ist die Tür schnell auf der falschen Seite. Sehr amüsant, wenn man dann die Tür aufmacht, so, hey, what the fuck? Das geht so auf? Das werden wir dann später vielleicht sehen. Und noch irgendwas ist weil wir ja sowieso aufbrechen, kann ich meine ganzen Truhen hier auch schon abbauen, ne? Ja, kannst du machen. Hannes Lager wurde nie fertig gebaut. So, das ist Sumpf hat Lebens. Das ist gut, Sumpf hat Leben. Ich will Leben, gib mir Leben. Jeder blöde Fluss hat doch Leben. Ich habe... Ja, schon, aber die Flüsse sind so tief, da muss ich erst runtertauchen. Und beim Sumpf, das ist angenehm. Das ist kein Fluss, das ist... Ach, egal. Was? Ja, komm, die Flüsse sind nicht so tief. Oh, okay, ja, der Fluss daneben unserem Berg ist tief. Stellt an. Also wenn ich gleich auf einmal hier. Ja, du bist weg. Ja, warum bist du weg? Kommst du sofort zurück. Zack.
Sehr gut, drauf. Da bin ich wieder. Wenn du jetzt anfängst zum Laggen, dann bin ich... Was ist denn das da vorne? Oh, da ist die Weltgrenze, sehr schön. Ich tue jetzt einfach mal so, als würde ich nicht laggen, okay? Okay, tu mal so, als ob du nicht laggen würdest. Hörst du mich wenigstens? Ja, klar, natürlich höre ich dich. Hörst du mich auch verständlich? Ja, ich höre dich ganz normal und super und alles tutti und... Kein Problem. Gut, ich muss gestehen, nur meine Items wollen nicht so. Ich muss gestehen, ich habe das 1.7 Update schon ausprobiert in einer neuen angefangenen Singleplayer-Welt. Warum mache ich eine Singleplayer-Welt? Ganz einfach. Ich habe mir überlegt, das kann es nicht weitergehen. Ich will auch. Alle Leute haben so eine coole Singleplayer-Welt, die sie seit Jahren haben, wo sie immer weiterbauen, die schon voll fancy aus und mega ist. Und ich habe sowas nicht, weil ich immer neu angefangen habe bei jedem Update, was ich schon mal gesagt habe. Also habe ich jetzt wieder neu angefangen, aber diesmal werde ich da immer weiterspielen dann. Also, ich habe ja auch meine Singleplayer-Welt seit Beginn. Also, ich habe meine bisher noch nicht gelöscht, aber irgendwie, ja, nur die Sache ist, seitdem 1.6 Snapshot oder wie auch immer, also das Snapshot vor dem 1.6 halt, da habe ich dann auch damit gespielt und dann kam dein böser Server und dann war vorbei. Ach, wie süß, das sind zwei Lehmblöcke. Oh, können wir jetzt auch den Baum da vorne bei uns schlachten? Und ja, man schlachtet Bäume. Nein, du kannst, der Baum hat einen Namen bekommen von Kommentar. Schau, der Baum hat dich gekickt. Der Baum kickt dich. Ich wurde eiskalt geschlagen, okay. Du kannst den Baum nicht fällen. Der hat irgendeinen Namen bekommen von den Kommentaren. Ich weiß nicht mehr welcher, aber. Hast du nicht einen Namen gegeben? Oder ich weiß es nicht. Okay. Da habe ich nur einen, dass auch Kommentare waren, die einen Namen vorgeschlagen haben. Ach du liebe Güte. Ich habe am wenigsten Ahnung von meiner eigenen Serie. Das ist mies. Oh mein Gott, ich falle! Bitter. Du bist nicht mehr am Server, Anne, du fällst nirgendwo hin. Ich bin auf dem Server. Ich bin gefallen. Jedenfalls habe ich in der Singleplayer-Welt festgestellt, dass die Witches, die Hexen, tatsächlich außerhalb ihrer Häuser spawnen. Und das ist böse, weil die sind nicht zu unterschätzen. Bin ich gleich am Anfang gestorben. Ich habe noch nie ich habe noch nie wirklich eine Hexe in Feierabendbahn gesehen. Oh ja, ich schon. Ein paar Mal. Jedenfalls hat mich das dann dazu gebracht, dass ich dann in dieser Singleplayer-Welt ohne Monster gespielt habe, weil es mir einfach gereicht hat. Oh, das sind neue Blumen. Blumen! Martin? Blumen. Ja? Es fühlt sich für mich gerade so an, als würde ich gefreezed worden. Ach, das ist aber nicht gut. Nö. Ach egal, ich tue jetzt... man muss jetzt einfach nicht darauf achten, dass ich jetzt ab und zu disconnecte. Ich tue jetzt so, als würde ich die ganze Zeit irgendwas... Ja, genau. Tu gerade was sehr Produktives. Tu auf produktiv, genau. Ja. Okay, und jetzt mache ich das tu und beschäftigt. Dies und jenes. Und kann es sein, dass man irgendwie weiter schauen kann als früher? Weil ich bin hier urweit weg und ich sehe noch immer unseren Berg mit der fliegenden Insel. Faszinierend. Warum sehe ich das von da? Ich bin stolz auf dich. Das oder ist so. Render Distance 16 Chunks. Wie weit ist das Far gegangen? Auch immer 16 Chunks, oder? Oh mein Gott, das sieht so cool aus, wenn man runterfällt, ne? Oh, scheiße, vielleicht schaut es auch nur weiter weg aus, wegen einem leichten Nebel. Jedenfalls wird es gerade Nacht, das ist nicht gut. Ich bin gerade tatsächlich runtergefallen. Ich muss mich jetzt daran gewöhnen, dass eigentlich wieder Monster kommen. Das heißt, ich sollte eigentlich zurücklaufen eventuell, aber das ist so ein schönes neues Gebiet. Gut, ich laufe zurück. Ich habe ein bisschen Leben, damit werde ich dann das Dach fertig machen. Wenn das Dach fertig ist, dann können wir flüchten. Yay! Redefluss. Das ist aber nicht gut, wenn du lagst, weil wenn du lagst, dann können wir nicht einmal, können wir nicht flüchten. Skelett! Also jetzt gerade geht's wieder. Es war einfach nur, vorhin, das war kein Laggen, ich bin in einem Block drin gebuggt, wegen einem davorherigen Lag und deswegen konnte ich mich dementsprechend nicht bewegen, dann konnte ich aber doch den bösen Block unter mir, beziehungsweise in mir kaputt machen, bin dann runtergefallen und habe trotzdem überlebt. Ich kann dich sehen. Hallo. Freut mich sehr. Hallo. Nein, ich werde dich ignorieren. Okay. Wo bist du? Jetzt sehe ich dich nicht mehr. Okay. Mir ist doch aufgefallen, wenn man unter Wasser ist, sieht man die Wasseroberfläche nicht. Das ist voll fies. Wenn du unter Wasser bist und du schwimmst drauf, weißt du nicht, wo das Wasser aufhört. Das siehst du von unten nicht.
Das sind schon einige Fehler drin. Also ich nehme an, dass es ein Fehler ist. Irgendwas Skelette. Wenn wir umgezogen sind, müssen wir auf jeden Fall die Umgebung sowas von mit Fackeln ausleuchten, damit da nicht ständig irgendwelche Viecher spawnen. Nicht von der Left again. So. Ich hab gesagt, du sollst es ignorieren. La. Gott, das Wasser friert überall an. Das ist wie bei der Apokalypse. Hallo, dein Kopf ist ein bisschen verkehrt. Du siehst nicht sehr gesund aus. Ich fühle mich auch nicht sehr gesund. Okay. Martin, ich glaube, das ist die Apokalypse. Sie wirkt auf mich ein. Mhm. Hast du das gefrorene Wasser getrunken? Ich glaube schon. Es war vergiftet. Oh so, nein. Was mache ich eigentlich gerade? Was tue ich eigentlich? Was mache ich? Es hat niemand gesehen. Ich habe mich schon so sehr darauf spezialisiert, gehärteten Lehm herzustellen, dass ich den Lehm, den ich jetzt vorher abgebaut habe, gerade wieder zu Blöcken verarbeitet habe. Dabei wollte ich Ziegelsteine machen. La. Martin, ich glaube, der Baum ist sehr böse auf mich. Der Baum? Ich hätte ihn nicht schlachten wollen. Du hast den Baum geschlachtet? Nein, ich habe ihn ja nicht geschlachtet, aber er weiß, dass ich es wollte und deswegen ist er, glaube ich, sehr böse auf mich gerade. Er hat mich in eine Welt geschickt, wo überall Nebel ist, aber über mir kann ich die Sterne sehen, aber unter mir ist nur Nebel und nichts und... Du beschreibst es gerade sehr dramatisch. Du stehst da einfach im Haus, dein Genick ein bisschen verdreht und hast die ärgsten Fieberträume. Das ist wirklich eine äußerst amüsante Situation. Du hast irgendwelche Fantasien. Ich muss da den Lehm, den ich gerade abgebaut habe, nochmal abbauen. Martin, sag nichts. Ich bin wieder in Diesseits. Schön. Hab dich vermisst. Was zur Hölle machst du? Ich hab's doch gerade gesagt. Ja, warum? Ich dachte, du... Ach so, okay. Was? Pass eh. Trollolol. Oh, du hast jetzt süße Blümchen nach Hause gebracht. Mhm. Daraus kann man Farbe machen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das jetzt fertig ist oder nicht, weil du die ja so viel gelber gemacht hast. Das ist fertig und das ist fertig. Okay. Übrigens, ich habe das Texture Pack jetzt gar nicht aktiviert. Mua. Bin so böse. Das Fateful Texture Pack ist noch nicht für 1.7 aktualisiert. Ich hätte es trotzdem nehmen können. Allerdings wären dann halt die neuen Texturen nicht fatefullig. Aber ich habe es nicht genommen, weil die neuen Texturen von den Holzstämmen, die jetzt nämlich auf der Ober- und Unterseite andere Texturen haben, die könnte ich dann nicht sehen. Oh, ich habe ein Achievement Getting Wood! Oh mein Gott! deswegen habe ich es dabei mal rausgegeben, aber das ist Martin, nicht ich mache so mal hier so mein Dingsy kaputt, ne? Dein Dingsy. Dein Lager. Alles klar. Weil wir Holz brauchen und so. Ja, wir müssen unglaublich viele Ressourcen sammeln. Ich will nur das Dach fertig machen, damit ich dann möglichst bald von hier verschwinden kann. Können wir bitte in den Nether gehen, damit ich die Nether Bricks krieg? Ja, dann müssen wir erst einmal Diamanten finden, ja? Der liebe Güte, wir sind so hinten nach. Ja, ist echt so. Ja, aber du weißt, ich muss mein lila Dings machen. Du baust wirklich jetzt das ganze Lager wieder ab? Ja. Nein, das Glas habe ich da. Warum lässt du das Glas? Na, das Glas baust du auch, aber das bleibt da sicher nicht. Nur weil wir umziehen, heißt das nicht, dass wir eine Schandfleck hinter uns zurücklassen. Ich meine, ich mache auch das Dach fertig. Das geht ja nicht. Irgendwelche... Glas ist voll in, ja? Das gar nichts ist da voll in. Ich hätte jetzt fast einen schlechten deine Mutterwitz gemacht. Ich habe keine Schaufel mehr. Deine Mutter ist voll in. Jetzt hast du ihn doch gemacht. So, ich mach meine das. Meine Axt ist kaputt gegangen. Ach, das ist so ein Pech, aber auch. Ja. Ich merke schon, wie viel Mitleid du doch mit mir hast. Aber ich merke, dass es aufgehört zu laggen. Das ist sehr gut. Das ist schön, ja. Das ist ganz schön. Mein Computer muss sich langsam wieder an Minecraft gewöhnen. Weißt du, ich habe Holz in meinem Inventar und ich denke mir gerade, warum haben wir denn kein Holz mehr? Warum haben wir keinen Stein?
Ja, wir haben gar nichts. Wir sind voll arm. Aber Hauptsache, wir haben Blätter. Wir haben Stacks, massenhaft Blätter. Warum haben wir keinen Stein, Martin? Ich sammle gerne Blätter. Weiß ich nicht. Weil ich noch nie wirklich eine Höhle ausgehoben habe. Weißt du, was voll deprimierend ist? Ich hab circa die letzten zwei Tage habe ich in dieser Singleplayer-Welt gespielt, in dieser anderen, die ich vorher genannt habe. Und ich bin dort jetzt schon weiter als hier. Und hier sind schon 16 Folgen lang und hier tut sich gar nichts. Woran liegt das? Liegt das daran, dass ich mich selbst dazu verpflichte, die ganze Zeit irgendwas daherzureden? Vielleicht auch, weil du unbedingt was Schönes bauen möchtest und dich eher... Das habe ich dort auch geschafft. Das habe ich dort sogar sehr gut geschafft. So, ich mache mir jetzt einfach weitere Öfen. Das können wir uns doch noch leisten. Vielleicht sind es dann doch diese kleinen Fehler, die du in deinem Kopf hast, dass du einfach mal Items irgendwie in andere Slots nimmst. Ohne irgendwie großen Grund oder so. Das passiert nur, wenn ich aufnehme. Ja. Ja, vielleicht passiert es ja auch sonst und es fällt dir einfach nur nicht auf. Anne, wir haben eine Karte, hast du es gewusst? Ich hätte das nicht mehr gewusst. Wir haben eine Karte. Wir sind ja voll cool. Such a miracle. Interessant. Ach du liebe Güte. So, okay, was mache ich, während der Lehm geschmolzen wird? Kannst mit mir hier abbauen. Kannst du mit dir abbauen, ja, sehr gut. Weil ich würde es nicht wegmachen, weil es sowieso dann verschwindet. Lal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